jetzt, es ist hauptsächlich auf meinen Mann ausgerichtet, eine ganz kleine Feierstunde, ich will nicht sagen Minuten machen. Und Herr Erich Wolf hat sich bereit erklärt, eine Rede über unser Theater, über meinen Mann zu halten. Ich bin ihm sehr dankbar dafür. Er ist jener, den ich schon seit über 25 Jahren kenne und der uns beide aktiv kennt. Begrüßen Sie jetzt mit mir Herrn Erich Wolf. Sehr geehrter Bezirksvorsteher, werte Festgäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Ich darf vorausschicken, dass es mir eine große Freude und Ehre ist, dass gerade mich, die Direktorin der Komödie am Quai, Sissi Vorancolla, gebeten hat, die Laudatio zu halten. Ich bin dem Haus seit Jahrzehnten in zweierlei Richtung verbunden. Als Geschäftsführer der österreichischen Theatergemeinde ist es die kommerzielle Seite, denn wir versuchen stets, möglichst vielen Abonnenten die Produktionen der Komödie am Quai näher zu bringen. Ein nicht zu unterschätzender wirtschaftlicher Aspekt. Die zweite Beziehungsebene ist die künstlerische. Denn ich durfte im Laufe der vielen Jahre hier auch einige Inszenierungen machen und ganz unter uns, ich hoffe, engagiert mich wieder. Zudem war es in diesem Haus, wo ich 1961 die Bretter, die die Welt bedeuten, das erste Mal betrat. Damals war es noch das Theater der Courage und damit sind wir am Beginn der langen Erfolgsgeschichte. Die Prinzipalin der Courage, Frau Professor Stella Cadmon, verkaufte am 27. Mai 1982 Erich Koller das Haus um 380.000 Schilling und investierte 2,6 Millionen mit freundlicher Unterstützung des damaligen Stadtrats Professor Helmut Schilling. Die Zeiten waren noch ein bisschen anders. Ja. Da zu jeder Rede fast immer auch ein wenig Statistik gehört, müssen Sie diese sicher mit Staunen zur Kenntnis nehmen. 35 Jahre Komödie am Quai bedeutet 11.269 gespielte Vorstellungen von 176 Produktionen. Das Theater hält sich zu 98% aus den verkauften Eintrittskarten und erhält vom Kulturamt der Stadt Wien lediglich 20.000 Euro im Jahr an Subventionen. Eine Auslastungsquote, von der die meisten Wiener Bühnen nur träumen können, die gleich deren Förderungen sich in ganz anderen Dimensionen bewegen. Aber wie wir heute schon gehört haben, wie schon bei den kleinen Theatern ist, bei den großen ist es auch. Eröffnet wurde die erste Saison von Erich Koller mit dem Stück Gute Nacht, Liebling und Wünsch mir Glück von William Douglas Home. Er leitete das Haus bis zu seinem Schlaganfall 2001 und dann übernahm seine Frau Sissi die Leitung des Theaters und setzte die Erfolgsgeschichte des Hauses in beeindruckender Form fort. Sie änderte den Spielplan, erhöhte die Eigenproduktionen von 3 auf 5 und holte zahlreiche Gastspiele ins Haus. Das Geheimnis ihres Erfolges ist aber, wie sie selbst immer wieder betont, dass sie ihr Ensemble als ihre Familie betrachtet und Familie bedeutet Zusammengehörigkeit und Zusammenhalt. Und es ist eine große Familie, die sie da hat.
Fangen wir bei den Schwarzen an, wie es am Theater so schön heißt. Da ist vor allem Andrea Eckstein, die die Administration leitet und der Chefin in allen Lebenslagen beisteht. Sie ist der Fels in der Brandung und hat auch die Produktion "There is no business like show business" zusammengestellt. Für die Kostüme ist keine geringere als Babsi Langbein seit vielen Jahren verantwortlich. Und Siegbert Ziefnitz zaubert nach dem Tod von Professor Wolfi Kabach seit über 10 Jahren mit geringen Mitteln wunderbare Bühnenbilder, in denen sich die Schauspielerinnen und Schauspieler richtig entfalten. Choreografische Unterstützung stellte Rosita Steinhauser zur Verfügung und Bella Fischer sorgt oft für die musikalische Unterstützung. Damit sind wir auch schon bei der darstellenden Crew angekommen. Martina Eben hat hier ihre ersten Rollen gespielt und ist jetzt die Unterstädterin. Alle hier aufzuzählen würde den Rahmen sprengen, aber lassen Sie mich einige nennen. Die Burgschauspielerinnen Uli Fessel und Helma Gauthier gastieren hier ebenso wie ein Spieler. Peter Conterna ist nicht zu denkende Stütze dieses Hauses. Frau Professor Dani Siegel feierte gemeinsam mit Bernadette Metzkolitz und Melanie Waldbauer in dem Stück Eifersucht von Esther Villar vorigen Herbst unter meiner Regie einen großen Erfolg. Auch die zweite Villar, der dressierte Mann mit Uli Fessel, Eva Agay, Bernadette Metzkolitz und Raphael Wittag wurden ein Publikum. Regisseure wie Professor Klaus Gmeiner, Rudolf Pfister, Peter Josch und meine Wenigkeit wurden an das Haus verpflichtet und durften ihn inszenieren. Gabriel, Gabriela Benesch gastierte mit ihrem Comedy-Hit Gefummen und Georg Brian brachte wunderbare Kollegen ans Haus. Karl Merkatz, Harald Böschel, Erwin Steinhauer, Katharina Stemberger, Wolfram Berger, Kammersängerin Renate Holm, Kammersängerin Ulrike Steinski, Karl-Heinz Hacke, für Quartinger Lesungen und Heinz Holitschek hat die 30. Saison mit einer Lesung eröffnet. Aber was wären die besten Kasperln, wenn es nicht gute Autoren gäbe? Und die hat Sissi hier zu Wort kommen lassen. Molnar, Schnitzler, Nal Simon, Bernard Shaw, Edward Olby, Jean Cocteau, Marc Amoretti und Esther Villar, um nur einige zu nennen. Die Struktur des Spielplans hat klare Konturen. 3 Komödien, einen modernen Klassiker, eine Wiederentdeckung bzw. ein entdeckter Zeitgenosse. Dieses Konzept funktioniert und findet sein Publikum. Das Publikum, für das wir da sind, arbeiten, unser Bestes geben, damit es sich in diesem Haus wohlfühlt, 2 Stunden lang den Alltag vergessen kann und mit einem Lächeln nach Hause geht. Wir machen Theater für unser Publikum und nicht zur Selbstverwirklichung, wie das heute oft feststellt. So viel zur Komödie am Quai und ihrer Frau Direktor. Nun aber einige Worte zum Gründer, Chef und meinem Freund Erich Koller.
geboren am 27. Oktober 1939. Er absolvierte das Realgymnasium, studierte Jura an der Uni Wien und war von 59 bis 66 Beamter im Rechnungsdienst der BGV 1 in Wien. Er studierte Gesang, Schauspiel und Regie am Konservatorium für Musik und Dramatische Kunst und schloss 1966 die Fächer Schauspiel und Regie mit Auszeichnung an. Er begann seine künstlerische Laufbahn am Stadttheater Baden als Schauspieler, Regisseur und Dramaturg und machte Gastspiele in allen Bundesländern und auch in Deutschland. Während dieser Zeit führte er auch im ORF Regie und war als Produktions- und Aufnahmeleiter tätig. 1971 gründete er das Niederösterreichische Kammerschauspiel. 1972 machte er die erste Produktion in Reichenau und revitalisierte das Kurtheater für den Theaterbetrieb. 1973 wurde das Niederösterreichische Kammerschauspiel aufgrund der künstlerischen Qualifikation in den Niederösterreichischen Theatersommer aufgenommen. Es erfolgte die Berufung als Professor für dramatischen Unterricht am Konservatorium. Er arbeitet weiterhin als freischaffender Schauspieler und Regisseur in der Kammeroper Wien im Hörfunkstudio Niederösterreich, gründete 1973 die Dramatische Werkstatt Niederösterreich in Zusammenarbeit mit dem Kreis der Autoren in Wiener Neustadt. Von 1978 bis 1992 war er Vizepräsident des Österreichischen Theaterdirektorenverbandes. Am 13. Oktober 1981 erhielt er das silberne Ehrenzeichen für die Verdienste um die Republik Österreich. Am 27. Mai 1982 eröffnete er die intime Bühne, die 1988 in Komödien P umbenannt wurde. Im selben Jahr verlegte er die Sommerspielzeit des Niederösterreichischen Kammerschauspiels von Reichenau, das 16 Jahre mit großem Erfolg tätig war, nach Berndorf und 1990 ins Stadttheater Wiener Neustadt. Ohne ihn wird es heute kein Theater in Reichenau geben, denn die Gemeinde wollte damals das bestehende Gebäude in eine Garage umbauen. 1991 wurde er in den Vorstand der Berufsgruppe Theater der Kammer der gewerblichen Wirtschaft gewählt. 1992 gründete er eine eigene Videofilmproduktion. 1994 hatte er mit dem Niederösterreichischen Kammerschauspiel seine letzte Premiere, Die Taube Lärm. Bis dahin hat er rund 2,8 Millionen Schilling investiert. 1999 wurde ihm die Ehrennadel der Fachgruppe Vergnügungsbetriebe der Wirtschaftskammer Wien verliehen. Eine beeindruckende Vita, ein künstlerisches Schaffen, das seinesgleichen suchen kann. Bleibt mir zuletzt nach dem Motto der Komödie im Tee zu sagen, nein, nicht auf die nächsten 35 Jahre, wir alle besitzen ein realistisches Zeitempfinden, sondern vielmehr, wir geben keine Ruhe, wir haben noch so viele Ideen und Träume. Alles Gute zum 35er, lieber Erich, liebe Sissi, und lasst uns eure Träume wahr werden.